Ist das eine verführerische Melodie? Keins der Spielzeuge kann ihr widerstehen. Das ist nicht zu fassen. Die benehmen sich alle so, als ob sie schlafwandeln würden. Das dort ist der Schurke, von dem diese geheimnisvolle Serenade stammt. Mr. Heebie-Jeebie, besser bekannt als der Spielzeugdieb. Er fliegt mit seinem Zeppelin durch die Gegend und sammelt überall Spielzeug ein. Die ganze Welt war in Aufregung. Tja, fast hätte dieser Spielzeugdieb allen das Weihnachtsfest verdorben. Wenn in der Weihnachtsstadt nicht dieses besondere Rentier wohnen würde, wer weiß, was passiert wäre. Oder habt ihr vielleicht geglaubt, Rudolfs Geschichte wäre an jenem heiligen Abend zu Ende gewesen? Das war nur die Spitze des Eisbergs, wie wir hier bei uns im hohen Norden sagen. Oh, jetzt habe ich doch vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Scoop T. Snowman, Star-Reporter bei der Weihnachtsstadt-Rundschau. Wir sind die größte Zeitung hier oben. Eine andere Zeitung gibt es nämlich nicht. Ich habe einfach eine gute Nase für Neuigkeiten. Und wenn es sein muss, ist ja auch der Hit bei Grillpartys. Obwohl natürlich keine Nase hier bei uns mit Rudolfs Nase mithalten kann. Übrigens, seine Nase war maßgeblich daran beteiligt, dass Rudolf und seine Freunde den bösen alten Spielzeugdieb besiegt haben und so zu den Rettern des Weihnachtsfestes wurden. Und das ist noch gar nicht lange her. Alles fing an bei der Weihnachtsparade. Und eins, und zwei, und drei. Ihr kennt Dasher und Dancer und Prancer und Vixen, Comet und Cupid und Donner und Blitzen. Doch kennt ihr den Held, das berühmteste Rentier der Welt? Rudolf, das kleine Rentier, hat ne strahlend rote Nase und diese Nase leuchtet wie ein Licht aus rotem Glas. All seine Rentierfreunde lachten ihn deswegen aus. Bei ihren Rentierspielen blieb er stets allein zu Haus. Als dann Heiligabend kam, sprach der Weihnachtsmann: Rudolf mit dem Nasenlicht, führ uns durch den Nebel dicht. Rudolf ist nun der Größte, freudig singen groß und klein. Rudolf, du kleines Rentier, gehst in die Geschichte
Rudolf, erweist du uns die Ehre? Mit Vergnügen, Santa. Eine prima Nase hast du. Gefällt dir, was unser Orchester spielt? Ach, und wie mir das gefällt. Ich mag diese Musik. Es war eine Menge los. Alle waren richtig ausgelassen. Und dann kam der Knüller des Abends. Tanzende Rentiere. Was für eine Feier. Unser Bumble. Darf ich bitten? Gern. Und los geht's. Du kannst wirklich wunderbar tanzen. Sieh nur, wie Santa das Tanzbein schwingt. Ist das nicht ein schöner Weihnachtsbaum? Es kann um die große Wette gehen. Das ist ja euer Schau. Ich weiß, was ich sehe. Sei doch einfach mit dich, Jungs. Das sagt sich so leicht. Los! Wisst ihr eigentlich, wo sich Stormella jetzt rumtreibt? Aber ich habe gehört, sie wird irgendwo eine neue Eisfigur bauen. Hoffentlich bleibt sie so friedlich, wie sie jetzt ist. Halt ihn und glaub ganz fest daran, dass aus dem Traum etwas wird. Versuch's mal in der Weihnachtsstadt. Das erste Schloss auf der linken Seite. Um ehrlich zu sein, es gibt nur ein Schloss auf der linken Seite. Tja, hättest du morgen Zeit für eine Flugstunde, Clarice? Ich schon. Aber hast du denn überhaupt Zeit? Du bist doch so berühmt. Aber du willst doch richtig fliegen lernen, oder nicht? Mit Clarice. Und? Dann los. Aber ich weiß trotzdem nicht. Wie schmeckt euch der Mr. Rudolf, würden Sie mir eventuell vielleicht ein Autogramm geben, bitte? Ein schönes Fest ist das heute. Wirklich. Da kannst du mal sehen, wie berühmt du bist, Rudolf.
Berühmt? Das ist ein bisschen untertrieben. Er ist einmalig. So einen wie Rudolf gibt's nicht nochmal. Kann man so sagen. Er ist eine lebende Legende. Alle mal herhören. Trinken wir auf unseren weltberühmten Freund. Auf unseren Rudolf. Auf unseren Rudolf. 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 Nicht Bambel, lass das. Eins solltest auch du nicht vernachlässigen, mein Freund. Die Zahnpflege. Eine Rede. Geh auf die Bühne, Rudolf. Mensch, Leute, danke. Berühmt zu sein ist toll, ja, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, womit ich das verdient habe. Oh, bescheiden ist er auch. Alles, was ich wollte, war... Leuchte mal mit der Nase, Rudolf! ...war so zu sein wie alle anderen. Jetzt komm schon, Che. Du hast doch so einen Trick mit der Disco-Kugel drauf. Zeig uns den mal. Disco-Kugel! Seht euch das an. Schluss damit. Ich will einfach nicht mehr euer Zirkusclown sein. Rudolf. Dr. Mitte. Wo kommt denn? Was ist denn? Ich stehe zu Ihrer Verfügung. König Moonracer hat königliche Zahnschmerzen. Kannst du mit auf die Insel der Nixnutz-Toys kommen? Aber klar. Kannst du Hilfe brauchen, Hermie? Du bist ein Freund. Und was machen wir jetzt? Du wirst staunen. Das Zahnmobil ist ein Wunder. Meine Zahnarztpraxis hat ein paar raffinierte Extras. Und so reisten die beiden auf die Insel der Nixnutz-Toys, um dort einen zahnärztlichen Hausbesuch bei König Moonracer zu machen. Warum glotzt du so? Entschuldige, ich habe nur gerade überlegt, weshalb... Weshalb ich ein Nixnutz-Toy bin? Die Wahrheit ist, ich habe furchtbare Höhenangst. Ist das nicht tragisch? Wenn's dich beruhigt, Rudolf und ich sind auch Außenseiter gewesen. Macht euch nur lustig über mich. Stimmt nicht ganz. Ich bin immer noch ein Außenseiter. Aber du bist eine Berühmtheit. Und was habe ich davon? Ich würde alles tun, um eine normale Nase zu kriegen. Armer Kerl. Wie tragisch. Halt dein Kinn hoch und die Schultern gerad. Zeig der Welt, du bist bereit. Okay, du bist ein bisschen anders und trotzdem ganz gescheit. Streck die Nase vor, das Geweih ganz hoch, genieße deine Welt. Egal, was auch immer passieren wird, hey, ich bin dabei. Wir sind ein bisschen, mehr als nur ein bisschen. Ganz anders als der Rest. Doch irgendwie, da passt es nicht. Hey, daran denkt man nicht. Nicht für einen Augenblick. Die Situation, sie ist nicht leicht, wir schaffen das. Du bist ein Ass. Und du bist ein Hauptgewinn. Oh. Ich? Drum halt dein Kinn hoch und die Schultern grad. Zeig der Welt, du bist bereit. Egal, ob wir beide verrückt sind. Egal, ob wir beide entzückt sind. Egal, ob wir beide geglückt sind. Geglückt sind, entzückt sind, verrückt sind. Uns geht's gut. Hey, ich bin nicht nur 10, 11. Für mich, da zählst du mehr als 12. Denn glücklich sind wir zwei. Und wenn ich mal ganz traurig bin? Traurig du, das krieg ich hin. Wie machst du das denn immer nur? Das ist Elf- und Rentierschwur. Ist das auch wahr? Hey Mann, na klar, das Leben ist doch wunderbar. Ehrlich? Ja, halt die Augen auf und hol ganz tief Luft. Den Kopf stets in die Höhe. Niemals an traurige Sachen, denn ich bring dich immer zum Lachen. Wir werden das Beste draus machen, ja machen. Und krachen und lachen. Ganz einfach wir zwei. Hab ich wegen deiner Nase je Firlefanz veranstaltet?
Ich habe ja auch nie irgendwas darüber gesagt, dass du unbedingt Zahnarzt werden wolltest. Ganz genau. Wen kümmert's also, was die anderen denken? Wir sind nun mal so, wie wir sind. Ja, glaube ich auch. Da sind wir, auf der Insel der Nixnutz-Toys. Katze baut und der Drachen hat Angst, weil er sich nicht zu fliegen traut. Nimm nicht alles ganz so voll. Hier läuft gar nichts, wie es soll. Oh, gar nichts läuft, wie es soll. Soll. Wenn der Clown aus der Box nicht springen kann und der Hüpfball hüpft, als wär er lahm, hol die Kluft, vergiss den Groll. Hier läuft gar nichts, wie es soll. Oh, gar nichts läuft, wie es soll. Soll, 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 soll. Jedes Spielzeug will für die Kinder schön sein. Keiner im Regal stehen und immer ganz allein sein. Schau, die Brille hier kann fast gar nichts sehen. Und der Kreisel kann sich nicht richtig drehen. Aber niemand macht das was aus. Denn das Spielzeug ist hier zu Haus. Oh, das Spielzeug ist hier zu Haus. Haus, Haus, Haus. Unser Spielzeug ist hier zu Haus. Haus, 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 Haus. Und das Sparschwein ohne Schlitz ist ganz verwirrt, denn es wackelt mit dem Bäuchlein, aber gar nichts klirrt. Dieser Bauch wird niemals voll, hier läuft gar nichts, wie es soll. Wenn der Schnee fällt, hat er ganz besondere Formen. Dieses Spielzeug hier ist außerhalb der Normen. Lass mein Schweif los! Dieser Zug hier, der fährt nur ein Stück. Und der Bumerang, der kommt nie zurück. Eine Rassel, die ist ganz stumm. Hier läuft alles ein bisschen krumm. Oh, alles ein bisschen krumm. Oh, alles ein bisschen krumm. Krumm, krumm, krumm. Hier läuft alles ein bisschen krumm. Krumm, 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 krumm. Ich freue mich, euch endlich mal kennenzulernen. Oh, wieso kommt ihr denn gleich zu so vielen? Hallo? 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 Niemand dran. Das Telefon ruft sich immer selber an. Und ich bin Peggy, das Sparschwein. Aber ich habe leider keine Öffnung, in die man Geld reinstecken könnte. Was hört ihr? Nichts. Oh, ich habe einen ganz leeren Bauch. Ich brauche Kleingeld. Ihr seid nicht die Einzigen, die ein Problem haben. Ich bin ein Bumerang, der nicht zurückkommt. Ciao! Das ist so tragisch. Seine Majestät, König Moonracer! Rudolf. Diese Schmerzen! Würdet ihr mir bitte folgen, Majestät? Gut, dann wollen wir uns mal diese perlweißen Zähne mal ansehen. Na, ihr braucht keine Angst zu haben, Majestät. Ich mach sowas jeden Tag. Jetzt weit aufmachen, bitte. Weiter. Noch weiter. Was für ein Gebiss. Tut das weh? Das? Und wie ist es? War das nun ein Ja oder ein Nein? Sag jetzt bloß nicht, dass ich eine Wurzelbehandlung brauche. Ihr braucht eine Wurzelbehandlung. Habe ich dir gerade nicht gesagt, dass du das nicht sagen sollst? Keine Bange, Majestät. Das tut kein bisschen weh. Mami! Solange der Spielzeugdieb frei herumläuft, müssen wir auf der Hut sein. Sagt mir sofort Bescheid, wenn ihr was Verdächtiges bemerkt.
der Weihnachtsmann, seine Elfen und alle Rentiere zogen sich zur Nacht zurück und waren eingeschlafen. Da passierte etwas, was keiner je für möglich gehalten hätte. Sieht aus, als würde ein Unwetter aufziehen. Vielleicht wäre es besser, umzukehren. Aber ich habe eine Verabredung mit Clarice. Die kann ich nicht einfach sausen lassen. Du hast dich Hals über Kopf in sie verliebt. Habe ich recht? Woher willst du das wissen? In der Weihnachtsstadt weiß das jeder. Dann wisst ihr viel. Habt ihr zwei etwa nicht darüber gesprochen? Naja, jedenfalls nicht mit vielen Wörtern. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es nur 3 Wörter. Ach ja, ich hab's versucht, Hermie. Aber sie kam mir nicht über die Lippen. Ich weiß, wovon du sprichst. Es war der Tag der Abschlussfeier in der Elfenakademie für Zahnheilkunde. Herzlichen Glückwunsch, Hermie. Was denn? Du hast dich in die Zahnfee verliebt? Sie hat so schöne Zähne. Verstehst du? Oha! Ein Eissturm brach los. Das Wetter zeigte sich an diesem Tag von seiner allerschlimmsten Seite. Es war fürchterlich. Es war einer jener Stürme, der ganze Schiffe verschlingen konnte. Jawohl, und Rudolf und Hermie fuhren mitten durch ihn hindurch. Aber wir müssen uns vor dem Sturm schützen. Entrümpelungsbucht. Betreten verboten. Schätzchen? Wer da? Was wollt ihr hier? Ihr seid keine Spielsachen. Verschwindet wieder, kapiert? Aber wir sind Schiffbrüchige. Wir brauchen nur ein warmes, trockenes Plätzchen. Also, gut dann. Folgt mir. Yeah.
Königin Camilla wird über euer Schicksal entscheiden. Schicksal? Ihre Majestät, die bezaubernde und fabelhafte Königin Camilla. Hallo, Schätzchen. Hallo. Hallo, ja. Schluss mit dem Geplänkel. Weshalb seid ihr hier bei uns eingedrungen? Naja, wir haben Schiffbruch erlitten und... Lügen, Lügen, Lügen! Nur weil Camilla eine Schönheit ist, heißt das noch lange nicht, dass sie keinen Verstand hat, Schätzchen. Ihr seid bloß gekommen, um meine wunderbaren Spielsachen zu stehlen. Gebt es zu! Was? Weshalb sollten wir sowas... Kein Wort mehr! Sonst erlebt ihr Rubbel die Katz, euer blaues Wunder. Wache, werft sie für 300 Jahre in den Kerker. Aber er ist doch Zahnarzt. Und er ist ein berühmter Weihnachtsheld. Schnappt sie euch! En garde! Jungs, aufgepasst! Der Kleine hat eine Zahnbürste! Und ich weiß auch, wie man damit umgeht. Hey! Lass mich in Ruhe! Sieh doch, seine Nase fängt an zu glühen! Das ist Rudolf, das Rentier mit der roten Nase. Rudolf mit der roten Nase? Rudi, Schätzchen, du siehst wirklich wunderbar aus. Tut mir leid, dass wir so grob gewesen sind, Schätzchen. Wir haben gedacht, du wärst dieser Spielzeugdieb. Was? Ich der Spielzeugdieb? Aber... Reden wir nicht mehr von der Vergangenheit, Karibu. Vorbei ist vorbei. Willkommen in meinem wunderbaren Schloss, Schätzchen. Wenn Spielsachen alt werden oder kaputt gehen und entrümpelt werden sollen, bringt Königin Camilla sie in die Entrümpelungsbucht. Zum Ausruhen, Entspannen und zum Verjüngen. Kommt, Schätzchen. Ich führe euch ein bisschen rum, ja? Ach, Schätzchen, bring mir deine müden Spielsachen, deine armen Spielsachen, Spielsachen, die wieder durchatmen wollen. Hey, Jungs, bringt mir die Puppen. Hey, Jungs, bringt sie zu mir. Hey, Jungs, ihr werdet gucken, wie ich sie mit Liebe repariere. Hey, Jungs, bringt mir Patienten. Dr. C. ist hier im Haus. Ich heile alle wie Wichen. Bist du Elch oder bist du Maus? Alles ist so wunderbar. Kaputt geht, kommt her, ich reparier's. Wen ich einmal verklebt hab, der hält durch bis früh um vier. Ein kleiner Tupfer hier, ein nettes Styling da, ein bisschen Schnipp, 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 ich schneid dein Haar, ein bisschen Farbe drauf, das ist nicht schwer, denn ich zeig euch das Savoir-Faire. Wenn so ein Züglein nicht mehr schnaufen kann, heizen wir ihm gleich den Kessel an. Wir machen's jeden Tag, wir kriegen alles ganz. Los, ihr Puppen, jetzt wird getanzt. Die Party spürt den Groove, 1, 2, 3. Ich bin Frau Puppendoktor, ich mach euch wundervoll wie mich. Ich mach euch wundervoll so wie mich. Majestät, ihr habt in eurem Schloss eine bewundernswerte Einrichtung erschaffen.
Ich finde es wunderbar. Tja, das Problem ist nur, wohin mit all diesen Spielsachen hier? Nachdem Camilla sie wieder aufgepäppelt und wunderbar gemacht hat. Vielleicht findet der Weihnachtsmann für sie ein Zuhause. Wie für das Spielzeug, das bei König Moonracer lebt. Wenn ihr mir helft, werde ich mich dafür revanchieren. Was wünscht ihr euch denn am meisten, Schätzchen? Tja, er möchte eine normale Nase. Und er möchte eine Verabredung mit der Zahnfee. Das mit der Nase kann ich einrichten. Ihr meint, ihr könnt mir eine normale Nase schenken? Du wirst an meinen Worten doch nicht zweifeln. Niemand kennt sich mit Nasen so aus wie Königin Camilla. Vorher? Nachher. Wunderbar, nicht wahr? Das ist genau die Nase, von der ich immer schon geträumt habe. Aber klar ist sie das, Schätzchen. Ein Wort genügt und sie gehört dir, Rubbel die Katz. Ja! Bringt Karibu in den Operationssaal Nummer 2. Dir ist schon klar, dass so ein Eingriff was Endgültiges ist. Deine Nase wird hinterher nie wieder glühen. Auf so eine Chance habe ich mein ganzes Leben lang gewartet. Und wenn es an Heiligabend mal wieder neblig ist? Kann sich der Weihnachtsmann keine Scheinwerfer leisten. Und wenn Clarice die neue Nase nicht gefällt? Oh, vielleicht sollte ich doch noch mal in Ruhe darüber nachdenken. Lass dir Zeit, Süßer, es hat keine Eile. Rudolf versprach, dem Weihnachtsmann alles über die Entrümpelungsbucht zu erzählen. Und gegen Morgen hatten Camillas Leute das Zahnmobil repariert. Während der Fahrt zur Weihnachtsstadt malte sich Rudolf aus, wie sein Leben mit einer neuen, nicht mehr leuchtenden Nase aussehen könnte. Und man glaubt es kaum. Trotz allem kam er noch pünktlich zu seiner Verabredung mit Clarice. Erst musst du auf Tempo kommen. Und dann? In den Gegenwind springen. Achtung, fertig, los! Oh. Komm, du lahme Ente! Holen! Oh, 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 oh. Huh? Oh, oh. Die Sonne hat mich geblendet. Das ist nicht lustig, überhaupt nicht. Nochmal? Da ich jetzt aufgewärmt bin, ja, warum nicht? Ich mache mir nichts vor. Ich werde mir nie meine Flügel verdienen. Kopf hoch, Clarice. Was du brauchst, ist Selbstvertrauen. Dabei wollte ich dir doch so imponieren. Imponieren? Mir? Ich bin nur ein einfaches Rentier. Und du bist so berühmt. Wenn ich mir die Nase operieren lasse, bin ich nicht mehr berühmt. Dann bin ich normal. So wie alle anderen auch. Aber Rudolf... Dann bin ich endlich kein Außenseiter mehr und wir können glücklich sein und... Ich liebe deine Nase. Und überhaupt alles an dir. Was? Ehrlich? Mhm. Und du weißt doch, was ich für dich empfinde, oder? Weiß ich das? Ja, ich meine, in der Weihnachtsstadt weiß es jeder. Habe ich gehört. Sag's mir doch einfach. Tja... Wirklich? Er liebt mich! Er liebt mich! Oh. Rudolf mit der roten Nase liebt mich! Maris! Du fliegst! Du hast es geschafft, Clarice! Du bist geflogen! Oh Mann! Toll! Ihr zwei sollt so schnell wie möglich aufs Schloss kommen.
Ist was passiert, Comet? Kann man wohl sagen. Irgendjemand hat das Lagerhaus vom Weihnachtsmann ausgeraubt. Hätte ich doch besser auf die Spielsachen aufgepasst. Jetzt hör auf, dir Vorwürfe zu machen. Dich trifft nun wirklich keine Schuld. Er hat die ganzen Spielsachen geklaut, die wir hergestellt haben. Und sogar die Spielsachen, die die Spielsachen bewacht haben. Na, dann machen wir eben neue, oder? Wie sollen wir denn die Arbeit eines ganzen Jahres in 3 Tagen schaffen? Wir brauchen Zeit und die haben wir nicht. Tja, Freunde, wie es aussieht, wird es dieses Jahr zu Weihnachten wohl keine Spielsachen geben. Nur wenn wir den Kopf in den Schnee stecken. Rudolf hat einen Plan, Donnerwetter. Was sollen wir denn machen, Champ? Naja, wie wär's, wenn wir den Spielzeugdieb fangen und uns alle Spielsachen bis Weihnachten zurückholen? Gütiger Himmel, wie soll man so einen aalglatten Schurken denn zu fassen kriegen? Tja, ich hab keine Ahnung. Da bin ich wirklich überfragt. Hört mal her! Hat einer von euch vielleicht gestern Nacht was Seltsames gesehen? Ja, ich. Was hast du gesehen, Hank? Ich habe gestern noch lange gelesen. Was ich gesehen habe, sah aus wie ein riesiger fliegender Football. Ich habe gedacht, ich hätte geträumt. Hank hat wohl ein Luftschiff gesehen. Oh, beim springenden Eisberg. So hat er unsere Spielsachen also weggeschafft. Sag mal, warum machen wir uns nicht auf die Suche nach ihm? Ja, untersuchen wir den Tatort. Du schon wieder? Weißt du es schon? Ich bin Zahnarzt geworden. Zahnarzt? Was denn noch, du verantwortungsloser Rebell? Weil du nicht da warst, waren wir ein Elf zu wenig. Sei lieber nett zu mir. Irgendwann mal brauchst auch du einen Zahnarzt. Und ich bin der Einzige weit und breit. Ich würde dich nicht mal aus 3 Metern Entfernung an meine Beißerchen lassen, du Zahnfanatiker. Ich hab was gefunden. Ja? Das ist bloß ein Stück Füllmaterial. Du hast recht, das ist Füllmaterial. Aber diese Füllung benutzen wir schon seit vielen Jahren nicht mehr. Sind das hier Fußspuren? Ganz schön seltsam. Und deshalb teilte der Weihnachtsmann alle Elfen, Rentiere und Waldbewohner in Suchtrupps ein. Ihr Auftrag lautete, den Spielzeugdieb noch vor Weihnachten zu finden. Damit blieb ihnen nicht viel Zeit, ihren Auftrag zu erledigen. Die Nadeln markieren den Weg, den der Spielzeugdieb auf seinem Raubzug genommen hat. Dann ist er ja fast überall schon gewesen. Bis auf die Entrümpelungsbucht. Aber hier ist er auch noch nicht gewesen. Auf der Insel der Nix-Nutz-Toys. Geschäftsaufgabe? Was ist passiert? Ob du es glaubst oder nicht, in der gesamten Pfefferminzmine gibt es nicht ein Fitzelchen Pfeffer mehr, geschweige denn Minze. Bumble und ich haben alles abgebaut, restlos. Helft ihr uns dann, den Spielzeugdieb dingfest zu machen? Wenn wir ihn nicht finden, gibt es keine Spielsachen zu Weihnachten. Na, worauf warten wir dann noch? Los geht's! Was ist? Vorwärts! Los! Oh, Mann. Willkommen in euren neuen Zuhause. Waren unsere alten Zuhause denn nicht mehr gut genug? Die waren alle verpestet. Mit Kindern. Aber wir lieben Kinder. Und am Anfang lieben Kinder auch die Spielsachen.
Aber diese Liebe ist leider nicht von Dauer. Moment! So einfach kann man das nicht sehen. Ich war früher auf der Insel der Nixnutz-Toys. Da habe ich gelebt, bis der Weihnachtsmann mir ein neues Zuhause verschafft hat. Von da an war ich der glücklichste Kasper auf der Welt. Bringt mich wieder zurück. Meine kleine Sarah braucht mich nämlich. Bitte, Herr Spielzeugdieb, lassen Sie mich auch nach Hause. Ein Spielzeug ist erst dann richtig glücklich, wenn es von einem Kind geliebt wird. Hast du vergessen, dass Kinder im Laufe der Zeit groß werden? Wenn sie euch nicht mehr brauchen, dann sind sie gnadenlos. Sie werfen euch weg, als wärt ihr Abfall. Nicht meine kleine Susan. Denk doch mal nach, wie einsam wirst du dich fühlen, wenn deine Sarah dich nicht mehr braucht. Ich werde mich immer um dich kümmern. Hey, jetzt halt gefälligst die Luft an. Ich habe über dich was in der Zeitung gelesen. Du bist gar nicht unser Freund. Du bist ein Gauner. Ihr denkt, ich bin so ein böser Mann, weil ich Spielzeug stehle, wo ich kann. Doch hört nicht immer den Kindern zu, denn bei denen landet ihr im Schrank. Ja, Weihnachten haben sie euch ganz lieb, doch sobald es dann etwas Neues gibt, schmeißen sie euch einfach achtlos weg. Ihr erfüllt den Zweck, seid nichts als Dreck. Doch ich bin ein so netter Kerl und würde keinem Spielzeug etwas Böses tun, auch wenn eure Hoffnung versiegt. Der Spielzeugdieb, ja ich, hat euch wirklich lieb. Dich auch, dich auch, dich auch, dich auch und dich auch. Am Anfang hast du's als Spielzeug leicht, denn du bist wunderschön und neu. Doch bald schon fliegst du ins nächste Eck und dann ist jeder Spaß vorbei. Wenn die Nase bricht, keiner mit dir spricht, ohne viertes Rad fährst du nicht mehr grad. Wenn die Farbe bröckelt und du dann noch röckelst, wirst du dann noch geliebt. Doch ich bin ein wahres Gedicht. Ich bin so nett zu euch, das glaubt ihr selber nicht. Oh nein, so böse kann ich nicht sein. Der Spielzeugdieb, ja ich, hat euch wirklich lieb. Dich auch. Ich bin ganz erfüllt mit Frieden. Man muss mich einfach lieben. Mein Modus operandi ist wie beim alten Gandhi. Sagt ja, denn der Dieb ist schon da. Ihr werdet nie zerstört oder gar ausgesiebt. Ich schwör, dass es sowas nicht gibt. Der Spielzeugdieb, ja ich, hat euch wirklich lieb. Und dich, ja dich, und dich, und dich. Der Spielzeugdieb hat meine ganzen wunderbaren Spielsachen geklaut. Ich fühle mich so furchtbar schrecklich. Tut mir leid, dass wir zu spät gekommen sind, Königin Camilla. Keine Sorge, wir erwischen diesen Kerl schon. Und dann bringen wir alle Spielsachen wieder zurück. Ihre letzte Hoffnung war die Insel der Nixnutz-Toys. Denn vielleicht, so überlegten sie, hätten sie dort die Chance, den Spielzeugdieb mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Eure Majestät, wir glauben, dass der Spielzeugdieb als nächstes hier zuschlagen wird. Aber diesmal sind wir da und warten auf ihn. Jawohl! Und dann zeigen wir es diesem Verbrecher. Nein, Cornelius, wir dürfen nicht mal versuchen, ihn aufzuhalten. Rudolf hat nämlich einen Plan. Stimmt doch, Rudolf? Thank you.
uns doch als Spielzeuge verkleiden, Hermi. Ich bin doch ein ausrangierter Backenzahn. Oh Mann. Du bist aber ein ziemlich großes Spielzeug, stimmt's? Tut mir leid, aber ich kann dich nicht mitnehmen. Du bist einfach zu riesig. Viel Glück, mein Freund. Mein großer Hoppelhase. Der arme Bumble fühlte sich wie ein kleines Kind, das sich in einem Kaufhaus verlaufen hat. Wie ein großes Kind natürlich. Obwohl Bumbles ja nicht zu den schlauesten zählen, ist ein zahmer Bumble dafür umso treuer. Der Schneemensch wusste, dass seine Freunde ihn brauchten. Deshalb musste er das Luftschiff unbedingt einholen. Ganz egal wie. Nun weiß ja im Grunde jedes Kind das, dass Bumbles einfach nicht schwimmen können. Armer Bumble, er hat's nicht geschafft. Er holt uns bestimmt ein. Keine Sorge. Bumbles geben niemals auf. Niemals. Wenn ich nicht ganz falsch liege, bringt uns der Spielzeugdieb direkt zu den verschwundenen Spielsachen. Rudolf, sieh dir die mal an. Die sehen aus, als wären sie in Trance. Ich glaube, das liegt an der Flöte von diesem Spielzeugdieb. Das ist bestimmt so eine Hokuspokus-Zauberflöte. Macht euch keine Sorgen. Wir sind hier, um euch zu retten. Ihr seid keine Spielsachen. Wir sind Freunde vom Weihnachtsmann. Und wir wollen sein Spielzeug zurückhaben. Ergib dich, du Plagegeist. Wie du siehst, haben wir dich umzingelt. Ach ja, tut mir leid, aber ihr müsst Weihnachten woanders feiern. Guten Flug. Jetzt weiß ich auch endlich, wie man fliegt. Ich kann mich nicht mehr halten. Juhu! Mist, so ein blöder Mist. Jetzt haben wir dich. Diese kleine, miese Ratte, den hol ich mir! Was? Oh. Ja, was ist das da hinter dir? Ha! Auf so einen alten Trick fall ich nicht rein! Aus dem Weg!
tut mir leid. Ist schon in Ordnung. Cornelius! Nein! Oh, Mann! Oh, furchtbar. Wie es aussieht, ist es um unseren Freund Cornelius geschehen. Oder vielleicht doch nicht? Nimm deine Pfoten weg, du miefender Yeti! Wir verlieren an Höhe! Versuch, die Spielsachen zu retten! Ei, ei, Captain! Wir kümmern uns um den Spielzeugdieb! Jawohl! Los! Mach dieses blöde Licht aus! Rudolf, du musst dein Licht anlassen! Er fürchtet sich davor! Hier spricht Hermie. Ich bin Ihr Pilot. Bitte bewahren Sie Ruhe. Es ist alles unter Kontrolle. Alles verloren! Hilfe! Ich glaube, mir wird gleich schlecht, wie tragisch. Miau! Miau! Schneller, Bumble, beeil dich! Auf Wiedersehen!
Gib dich, Spielzeugdieb! Ich habe dieses Wort noch nie gehört. Hör auf, dich dumm zu stellen und gib auf. Jetzt! Ah! Fast hätten wir ihn gehabt. Ach, wenn ich doch nur einen Strick hätte. Ginge auch Zahnseide? Tja, es käme auf den Versuch an. Gewachste oder ungewachste? Gewachste. Minze oder Kirsche? Ach, das, jetzt gib schon her. Spring auf, Cornelius. Dann auf zum Rentier-Rodeo. Yippie-ahey, wahoo! Ihr kriegt mich nie, nie. Sag niemals nie. Seht, sie haben ihn. Jetzt wird alles gut. Das habt ihr gut gemacht. Ihr könnt stolz auf euch sein. Hast du eigentlich eine Vorstellung davon, wie viel Ärger du uns gemacht hast? Ich möchte gern wissen, wer er wirklich ist. Weg damit! Träum ich oder wach ich? Lasst euch durch die Gestalt eines Teddybärs nicht ins Boxhorn jagen. Ich bin der Spielzeugdieb. Also fürchtet euch! Aber du bist nur ein Teddybär auf Stelzen. Jetzt fürchtet euch endlich vor mir. Bitte! Oh, jetzt ist es aus und vorbei. Oh. Oh. Seht doch, er ist verletzt. Oh. Du hast reichlich Füllung verloren, mein Sohn. Ich bin schon ein ziemlich alter Teddybär, Santa. Und deshalb halten meine Nähte einfach nicht mehr so wie früher. Dann war das Füllmaterial im Lager, also von dir. Und die Stelzen haben diese seltsamen Fußabdrücke hinterlassen. Aber warum sollte ein Teddy Spielzeug stehlen? Ich hab's nicht gestohlen, Rudolf. Ich hab's gerettet. Wisst ihr, in Wahrheit heiße ich Mr. Cuttles. Wenn ihr wollt, erzähle ich euch, wie das alles angefangen hat. Als ich noch ein Bär war, da lag ich ganz glücklich Weihnachten unter dem Baum. Und als dann der Tag kam und ich meinen Freund traf, war alles so wie im Traum. Und Steven spielte den ganzen Tag, er schlief mit mir in seinem Arm. Er fand Geschichten und sang für mich, oh ja, was für Tage das waren, doch nicht mehr lang. Steven, er wuchs Tag für Tag, Jahr um Jahr, und mein Freund war nicht mehr für mich da. Er warf mich aufs Bett, auf den Stuhl, in den Schrank. Ich wurde ganz fürchterlich krank. In dieser Kiste lag ich sehr lang, bis plötzlich die Müllabfuhr kam. Sie warfen mich einfach zur Tür hinaus und ich habe ihn doch so sehr geliebt. Ich war betrübt. Oh, ich denk noch immer an Steven, vermisst hab ich ihn schon. Wenn ich nur irgendwie bei ihm sein könnt, dort hab ich gern gewohnt. Und so bin ich zum Spielzeugdieb geworden, um anderen Spielsachen die ewige Dunkelheit in zugeklebten Kartons und die Qual einer Müllkippe zu ersparen. Oh, armer Teddybär. Mein lieber Kuschelbär, viele Kinder werden erwachsen und vergessen ihr Spielzeug. Das stimmt.
Aber ich weiß zufällig, dass dein Steven dich schon überall gesucht hat. Mich gesucht? Ist das wahr? Ich bringe dich wieder nach Hause zurück. Und ich bin sicher, dass Königin Camilla dich wieder heil machen kann. Das ist ein toller Vorschlag. Was ist das denn? Silber und Gold? Gold und Silber? Mano, wir haben Silber und Gold in unserer Pfefferminzmine! Ja! Wir sind wieder im Geschäft! Rudolf flog Mr. Cuddles zur Entrümpelungsbucht und Königin Camilla kümmerte sich höchstpersönlich um seine Wiederherstellung. Fühlst du dich jetzt besser, Schätzchen? Viel besser. Und was ist mit dir, Karibu? Willst du immer noch eine neue Nase? Ich weiß nicht. Land in Sicht! Ich liebe deine Nase und überhaupt alles an dir. Mach dieses blöde Licht aus! Rudolf, du musst dein Licht anlassen! Er fürchtet sich davor. Rudolf, du Rentier mit der leuchtenden Nase. Möchtest du heute Nacht meinen Schlitten führen? Ich glaube, es ist besser, wenn ich die Nase, die ich habe, behalte. Ich mag sie nicht immer, ja, aber ich denke, irgendwie passen wir doch zusammen. Seid ihr jetzt böse? Ich würde auch nichts ändern, wenn ich du wäre, Rudi, Schätzchen. Du bist nämlich wunderbar, so wie du bist. Tja, wie es scheint, hatte Rudolf verstanden, dass alles, was er sich je erträumt hatte, die ganze Zeit vor seiner Nase lag. Und nachdem Mr. Cuddles die Spielsachen zurückgegeben hatte und die Elfen sie auf Santas Schlitten packten, da spürten sie alle, dass dies das schönste Weihnachtsfest aller Zeiten werden würde. Oh, so war noch nie eine Weihnacht. Das wird die allerschönste, beste Weihnacht. Ja, das wird die tollste, größte Weihnacht, seit sich diese Erde dreht. Ja, die ganze Welt kann sich freuen. Und es gibt so viele Leckereien. Und dann jeder wird es dir verzeihen, wenn du naschst von früh bis spät. Wenn alle um den Christbaum stehen und das Lametta blinkt, dann zünden wir die Kerzen an und alles lacht und singt. Oh ja, so war noch nie eine Weihnacht. Das wird die aller superbeste Weihnacht. Das wird die aller riesengrößte Weihnacht. Ganz bestimmt seit tausend Jahren. Über alles Spaß und sind Lieder. Dieser strahlen hell auf uns hernieder. Und mit seinem Rudolf, ja, da zieht er um die Welt der Weihnachtsmacht. Mit einer Leiter luden wir ganz viel Geschenke. Der Schlitten geht fast über und die Kinder freuen sich drauf. Oh ja, so war noch nie eine Weihnacht. Das wird die allerschönste, beste Weihnacht. Ja, das wird die tollste, größte Weihnacht, wie sie jeder gerne mag. Es war schon jahrelang keine Weihnacht. Ja, das wird die große, frohe Weihnacht. Und wir feiern alle heute gemeinsam diese schöne seine Zähne, Zahnarzt. Schick mir einfach die Rechnung. Nein, das geht auf mich. Fröhliche Weihnachten. Wer hätte das gedacht? Hermie bekam dank Königin Camilla noch ganz besonderen Besuch. Oh, die Zahnfee. Hallo. Hermie der Elf, Dr. Med Dent? Ja, ich bin Hermie der Elf, Dr. Med Dent. Wollen wir uns verabreden, Süße? Ho, ho, ho! Steven wollte dich nicht wegwerfen. Er wollte dich aufbewahren, sozusagen als Familienerbär. Und mittlerweile hat er selber eine Tochter. Thank you.
meinem ganzen Leben bin ich noch nie so glücklich gewesen. Das kleine Rentier hat eine strahlend rote Nase und diese Nase leuchtet wie ein Licht aus rotem Glas. All seine Rentierfreunde lachten ihn deswegen aus. Bei ihren Rentierspielen blieb er stets allein zu Haus. Als dann Heiligabend kam, sprach der Weihnachtsmann: Rudolf mit dem Nasenlicht, führ uns durch den Nebel dicht. Rudolf ist nun der Größte, freu dich singen groß und klein. Rudolf, du kleines Rentier, gehst in die Geschichte ein. Freu dich singen groß und klein, Rudolf, du kleines Rentier, gehst in die Geschichte.
Hatte ich's dir nicht gesagt? Früher oder später muss jeder mal zum Zahnarzt. Du brauchst gar nicht so schadenfroh zu sein. Jetzt mach schön weit auf. Es tut bestimmt überhaupt nicht weh.